Hallo zusammen hier bei Lamas Gaming Channel. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind hier auf Recha 4, wo wir im letzten Video geendet haben mit der Sicherstellung der Stromversorgung über die Akkus. Und wie ich euch ja angekündigt habe im vorletzten Video, möchte ich gerne modular 120 Matrix pro Minute von allen Materialien produzieren. Und da habe ich einige Vorbereitungen getroffen, so dass wir das gleich für die Lila Cubes gemeinsam aufbauen können. Ja, es hat etwas länger gedauert mit dem neuen Video. Zum einen kam ja ein Real-Life-Projekt mit meinem Carport dazwischen. Und zum anderen hat diese Modularisierung, Strukturierung und Skalierung der ganzen Produktionsgebäude auf 120 Items pro Minute ja schon eine ganze Zeit gedauert. Hier hat man schon teilweise das Gefühl im Video, man kommt nicht so richtig voran. Und ich würde mir doch sehr wünschen, wenn die Entwickler hier zumindest mal solche Copy- und Paste-Funktionen ins Spiel dann noch einfügen würden, dass man da auch schneller vorankommt. Ich weiß, dass es das als Mods gibt, habe mich aber aufgrund der Stabilität im Spiel dagegen entschieden. Wir sind hier in einem Early Access. Es kommen ja erfreulicherweise regelmäßige Updates der Entwickler. Und bei der Aufzeichnung der Videos ist mir dann doch die Stabilität wichtiger, als jetzt ein paar Minuten zu sparen. Aber alles in allem, für die Zukunft wäre so eine Copy- und Paste-Funktion am liebsten auch von mehreren Gebäuden schon sehr, sehr wünschenswert. Gut, schauen wir uns an, was wir brauchen. Wir wollen die 120 Lila Cubes pro Minute produzieren. Und dazu schauen wir kurz in die Itemliste zuerst. Und sehen hier, wir benötigen 240 Prozessoren, 480 Platinen und so weiter und so fort. Es kommt eine ganze Menge zusammen. Was auffällt, ist halt, wir brauchen viel Silizium und diese Silizium Crystals. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, das hier auf Recha 4 zu machen, da mir hier in meiner Welt derzeit das größte Silizium-Vorhaben Vorkommen zur Verfügung steht. Schauen wir kurz in die Flow-Ansicht. Dann sehen wir hier, wie sich das Ganze aufteilt. Wir brauchen jede Menge Silizium, um daraus unser High-Purity-Silizium zu machen. Und die Crystals, die wir dann jeweils für die Prozessoren oder das Particle Broadband brauchen. Ja, das Ganze zeige ich euch jetzt einmal, wie ich es aufgebaut habe. Und dann starten wir gemeinsam die Produktion und die erste Forschung mit den Lila Cubes. Los geht's. Fliegen wir einmal hier über unseren Planeten. Das hier ist, was ich euch erzählt habe über die modulare Fertigung. Wir sehen hier einen Schmelzer neben dem anderen, zoomen wir mal ein bisschen raus. Jede Menge Siliziumbarren, Titaniumbarren, die Silizium-Crystals, Kupfer, Eisenbarren, alles die Grundlagen, die wir benötigen, um dann die Platinen hier herstellen zu können oder hier auch dieses mikrokristalline, ja, mikrokristalline Komponenten oder Strukturen. Das Ganze speichern wir und versenden wir über diese Transport-Tower. Und der letztendlich resultierende Aufbau ist dann hier die Prozessorenfertigung, die dann die Platinen und diese mikrokristallinen Komponenten brauchen, die ihr hier hinten gesehen habt. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 36 Assembler, die jeweils alle 3 Sekunden einen Prozessor herstellen. Ja,
Das ist die ganze Produktion hier auf dem Planeten. Ihr seht, ich bin wirklich so modular gegangen. Ich speichere mir von den Minern das Rohmaterial in den planetaren Logistikstationen, so dass ich, wenn hier einzelne Ressourcen erschöpft sind, einfach wieder neue Miner an neue planetare Transportstationen knüpfen kann und das für meine eigentlichen Produktionsstätten überhaupt keine Rolle spielt. Das war's auch schon für die Produktionsstätten hier auf Recha 1. Alles andere haben wir auf Recha 4, sorry. Alles andere haben wir auf Recha 3. Genau. Da fliege ich jetzt mal hin und dann sehen wir uns da gleich wieder. So, hier sind wir zurück auf Recha 3. Wie wir eben gesehen haben, Particle Broadbands ist eine der Hauptkomponenten, die halt benötigt wird. Passenderweise sind wir direkt hier gerade gelandet. Hier ist meine Produktion von dem Particle Broadband. Im Moment steht halt alles still, weil wir es noch nirgendwo abnehmen, da die Forschungsmatrix Labs noch nicht aufgebaut sind. Das machen wir gleich gemeinsam. Aber ihr seht auch hier 24 dieser Assembler für die Particle Broadband. Und wir importieren hierfür dieses Crystal Silicon von unserem Planeten Recha 4. Das machen wir hier über diese Interstellar Logistic Station. Und holen uns auch alle anderen benötigten Komponenten hier ran, wobei wir das Carbon Nanotube und das Plastik hier auf dem Planeten produzieren, da wir dazu jeweils Öl benötigen. Wir können ja mal schauen, ob wir es gerade finden. Ja, hier haben wir die Carbon Nanotubes. Die habe ich hier angeschlossen an die Produktion von meinem Carbon. Hier haben wir die bereits gezeigte Produktion der Energetic Graphite. Hier seht ihr die auf 120 Cubes pro Minute erweiterte Produktion der gelben und der roten Matrix-Würfel. Ich finde, es sieht toll aus. Habe dieses Kombi-Layout einfach etwas in die Länge gezogen. Wir haben es ja gemeinsam mit 60 Items pro Minute gebaut. Aber das funktioniert auch, wie ihr seht, mit 120 Items pro Minute. Wunderbar. Ja, was bleibt zu sagen? Durch dieses modulare Layout jetzt mit dem Particle Broadband und den Prozessoren auf unterschiedlichen Planeten bleibt so viel Arbeit jetzt nicht mehr übrig und die relativ komplex anmutende Prozesskette aus dem Flow-Diagramm wird relativ einfach. Wir haben hier unsere Research Matrix. Wir haben hier schon eine planetare Logistikstation, die schon für den Empfang der Lila Cubes vorbereitet ist. Und jetzt müssen wir die letztendlich nur noch produzieren. Irgendwo hatte ich auch einen Platz dafür vorbereitet. Und zwar war das, glaube ich, sogar bei der Produktion dieses Kombi-Layouts angeschlossen hier. Jawohl. Hier seht ihr die interstellare Logistikstation. Die Prozessoren kommen von einem anderen Planeten. Die stellen wir jetzt hier auf
Remote Demand. Und ihr seht schon, werden sie eingeflogen. Particle Broadband stellen wir auf Local Demand. Die werden ja hier auf dem Planeten produziert. Und schon fliegen unsere Drohnen und werden uns hier den entsprechenden Vorrat holen. Da wir es nicht weiter verteilen wollen, Remote, machen wir hier Remote Storage. Und die wollen wir auch nicht weiter verteilen. Die sind ja extra in der Menge für die Lila Cubes gedacht. Machen wir Local Storage. Und jetzt fehlt uns letztendlich nur noch der Bau der Lila Cubes. Dafür machen wir es jetzt folgendermaßen. Wir holen uns hier die Prozessoren. Wir holen uns hier das Particle Broadband und gehen nachher hier mit unseren Lila Cubes wieder zurück. Wir brauchen 20 Matrix Labs. Ja, so viel haben wir auch noch. Das heißt, machen wir, weiß gar nicht, wie hoch wir jetzt hier kommen, müssen wir mal ausprobieren. Können wir 5 mittlerweile? Ich weiß gar nicht, wie weit meine Forschung ist, aber wir werden es sehen. 1, 2, 3, 4, 5. Wunderbar. Dann machen wir 4 mal 5. So. So, setzen müssten wir es noch. Lila, lila, lila und noch ein lila. Ah, nehmen wir mal die schnellen hier in zweimal rein, einmal raus, zweimal rein, raus. Bei den tausenden Sorter, die wir in dem Spiel bisher schon gesetzt haben, das ist ja wirklich nur eine Kleinigkeit. Stromversorgung. Noch ein. Und ihr seht, los geht's. Wird natürlich jetzt wieder einen Moment dauern, bis wir überall die benötigten Materialien bis ins oberste Stockwerk bekommen haben. Aber ihr seht, es steigt und steigt und steigt. Und in wenigen Minuten sollten wir dann schon bei den 120 Lila Cubes pro Minute sein. Und wenn das jetzt hier der Fall ist, fliegen wir rüber zu unseren Research Labs. Aber wer sagt's denn? Da sind wir schon. Lila 120 pro Minute, Rot 120 pro Minute, Gelb 120 pro Minute. Und hier hinten Blau 120 pro Minute. Jetzt stellen wir hier noch auf Demand, haben wir schon. Ihr seht, die ersten werden schon eingeflogen hier. Dauert natürlich einen kleinen Moment. Haben wir die schon angeschlossen hier? Jawohl. Und da könnten wir auch eigentlich hier schon die erste Forschung starten. Zum Beispiel hier. Und da kommen die ersten Lila Cubes eingeflogen. Tolles Bild mit den ganzen Drohnen, den Raumschiffen. Ja. Und ich finde, dieses
modulare Design. Es hat jetzt was gedauert, aber wir sind für die nächste Zeit jetzt wirklich gut gerüstet. Wir können jetzt einfach skalieren, wenn wir noch weiterkommen wollen. Ein kleiner Ausblick vielleicht auf die nächsten Folgen noch zum Schluss. Ich werde jetzt als nächstes mich mit den Deuterium Fuel Rods beschäftigen, damit wir eine ausgiebigere Energiequelle haben, um entsprechend auch länger unterwegs zu sein. Dann werden wir den Gasplaneten anzapfen, um da an zusätzliches Hydrogen und Fire Ice zu kommen. Das werden wir nämlich in Massen benötigen, gerade das Hydrogen später, um dann auch Gravitationslinsen und Space Warper herzustellen, damit wir dann auch die Galaxie erkunden können in Warp-Geschwindigkeit. Ich denke, das werden die nächsten 4 Videos werden. Und anschließend, wenn wir das gemacht haben, werden wir uns dann über die grünen Cubes unterhalten und uns die vorletzte Matrix Art hier gemeinsam erschließen. Bis dahin war es das erstmal für heute. Ich hoffe, diese modulare Bauweise überzeugt euch auch. Wie immer würde ich mich über Kommentare dazu freuen. Was haltet ihr davon? Wie baut ihr die Sachen auf? In welchen Mengenverhältnissen baut ihr das auf? Sind 120 Items pro Minute für euch auch eine akzeptable Zahl? Oder sagt ihr, ich komme mit 60 auf, ich warte länger, produziert ihr mehr? Schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Soweit für heute. Macht's gut, wo immer ihr auch seid. Lasst euch nicht in die Suppe spucken. Bis bald, euer Lama.